Gott ist mir untergekommen. Gott ist mir untergekommen. Gott ist mir untergekommen. Sind dir die Plakate und die Werbung aufgefallen, die in den letzten Wochen vor allem in Oberösterreich zu sehen waren? Ich bin die Maria Baske und ich bin vom Team, das hinter Gott ist mir untergekommen steht. Manche von euch sitzen gerade mit anderen Menschen zusammen bei den sogenannten Alpha-Partys und schauen zu und vielleicht bist du aber gerade zu Hause auf YouTube und fragst dich, was denn dieses Alpha ist. Und genau über das reden wir heute. Also richtig cool, dass du hier bist. Und ich habe hier drei Gäste bei mir im Studio und zwei von denen kennst du vielleicht schon von den Plakaten und den Videos. Und das sind der Tanu Vogelzeder und die Doris Eibensteiner. Also richtig schön, dass ihr da seid. Und ich begrüße ganz herzlich meinen dritten Gast, den Pater Thomas Gügele. Hallo. Servus. Schön, dass ihr da seid. Servus. Hallo. Identität. Wer bin ich eigentlich? Das fragen sich viele Menschen. Und das war auch für den Tanu ein ganz, ganz großes Thema, wie der Trailer seines Videos zeigt. Ich habe immer versucht, mich selber durchzukämpfen. Ich wollte eigentlich immer mein eigener Gott sein. Autoritätspersonen hat es für mich eigentlich nicht gegeben. Es war immer eine Suche nach Anerkennung, immer eine Suche nach Liebe, aber es hat nie funktioniert. Ich habe dem zugehört und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Das hat mich einfach so berührt, dass wer ehrlich fragt, wie es mir geht. Und dieser Prozess hat nach und nach mein Leben verändert. Tanu, du hast viele alternative Persönlichkeiten ausprobiert. Mhm. Kannst du erklären, warum du das gemacht hast? Ja, natürlich. Also es ist ja so, wenn man in, wurscht was für Kreisen ist, Freundeskreis jetzt oder Familie, also ich habe mich zumindest immer angepasst, beziehungsweise habe ich versucht, überall dazu zu gehören, weil ich mir davon Liebe und Annahme erhofft habe. Mhm. Und so habe ich halt einfach Dinge gemacht, die ich vielleicht selber eigentlich nicht so gut finde oder die ich so nie gemacht hätte, aber einfach um dazu zu gehören, um Annahme, Anerkennung zu kriegen, habe ich echt viel schräge Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin, die mich manchmal immer nur begleiten oder runterkommen. Mhm. Eigentlich hat es mich als Jugendlicher geprägt, immer irgendwo eine Maske aufzusetzen, damit man wo dazugehört, quasi sich zu verstehen. Du sagst im Video mal diesen prägnanten Satz, hey, ich wollte immer mein eigener Gott sein. Mhm. Was bedeutet das für dich, sein eigener Gott zu sein? Die eigenen Regeln zu machen, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, aber irgendwie über andere vielleicht zu bestimmen, sodass es halt für mich passt. So quasi alles so zu richten, alles so zu beeinflussen, sage ich jetzt einmal, dass alles für mich gut ausschaut. Also sehr auf einen Ego-Trip einfach unterwegs gewesen. Also da waren immer die rund um mich ein bisschen die Leidtragenden, würde ich sagen. Mhm. Ich habe irgendwie mir gedacht, wenn ich durch das, dass ich halt nicht so viel Rückhalt gehabt habe, wenn ich selber ich der Stärkste bin, dann trage ich mich da durchs Leben und, und ich richte mir das schon so, wie ich es brauche. Genau. Mhm. Und du hast dann später in deiner Geschichte, du hast bist in die Kirche gekommen, eben durch Konfirmation, also die Firmung im evangelischen Kreis. Und da hast du dann eben langsam zu Gott gefunden, zum Glauben gefunden. Und heute kennst du ja Gott, sagst du. Findest du das jetzt cool, dass du nicht mehr dein eigener Gott bist? Auf jeden Fall. Also auch wie ich diesen Gott kennengelernt habe, habe ich erkennen dürfen, es ist gar nicht so gut, dass der Mensch so viel über sich selber bestimmen soll oder will. Weil es gibt einen Gott, der hat sich das ausgedacht, dieses Leben und diese zwischenmenschlichen Beziehungen, der hat sich was dabei gedacht, hat einen Plan dabei gehabt. Und ich habe dann erleben dürfen, dass es dass mein Leben dort am besten aufgehoben ist, bei dem, der sich das ausgedacht hat. Mhm. Und das ist schön, dass nicht mehr ich Gott sein muss, sondern dass Gott Gott ist. Das heißt, du siehst das eigentlich befreiend? Dass es ist sehr befreiend, genau. Es fällt einfach irgendwie dieser Druck ab. Okay. Und wenn du jetzt, du hast es gerade gesagt, du hast Gott kennengelernt, wie hat das ausgeschaut? Wie lernt man Gott kennen? Ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege, Gott kennenzulernen. Es ist so vielfältig, so individuell.
Aber ich glaube, Gott spricht immer ganz klar in und zu Menschen. Mhm. Auf eine gewisse Weise, die wir auch verstehen. Also, wie war das bei dir? Bei mir, ich bin zum Beispiel ein sehr emotionaler Mensch, mhm. Sehr von Emotionen auch getrieben. Und es war ein Moment der Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, wow, okay, dieser Jesus ist real. Er will was mit mir zu tun haben und er hat was mit meinem Leben mhm. zu tun. Und das war ein Moment der Erkenntnis, wie Schuppen ist es mir von den Augen einfach gefallen, wo ich klar sehen habe, Kinder, okay, dieser Jesus ist wirklich real. Ja. Es sind nicht einfach nur irgendwelche Storys, die uralt sind, mhm. sondern ich habe das dann auch spüren dürfen, diese Liebe. Ich war dann in Tränen komplett aufgelöst mit meinem Späßel, bin ich also quasi haben wir sie umarmt und haben beide gerührt, mhm. weil das war so ein emotionaler Moment, den ich da gehabt habe. Das war ein schöner Moment, also wenn du sagst emotional, ist das was? Es war sehr schön. Also mhm. ich war ja immer der Harte, ja. der sich halt quasi durchsetzen hat müssen und die wildesten Sachen gemacht hat, damit mhm. er dazugehört. Und da war das echt ein Moment von, hey, du musst das alles nicht mehr machen. Du bist jetzt so angenommen, so geliebt, wie du mhm. bist. Und eben, ich bin eher emotional und das habe ich halt nie so rausgelassen. Und da ist das halt auf einmal aufgebrochen und rausgekommen. Zu diesem Moment, ja. Da habe ich nicht mehr anders gehen, als wir reden. Und hat dir das geholfen? Also wir haben so dieses Thema, okay, Masken, ich muss immer unterschiedlich mhm. sein, jetzt lernst du Gott kennen, bist nicht mehr der eigene Gott. Inwieweit hat dir das geholfen, rauszufinden, wer Tano eigentlich ist? ich habe dann eben in der Gemeinschaft mit anderen Christen, ich war ja dann in der evangelischen Kirche ein ehrenamtlicher Mitarbeiter mhm. und dort in dieser Gemeinschaft habe ich dann nach und nach herausfinden dürfen, wer ich bin, was das heißt, jetzt irgendwie an Gott zu glauben und was Gott jetzt auch in mir sieht, also dass ich jetzt nicht mehr nur der Tano bin, sondern echt sein Kind Gottes. Das hat mir geholfen, auch anderen wirklich in Wertschätzung zu begegnen. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt alle Kinder Gottes sind und wir sind alle, das ist jetzt eine Identität, heißt das, mhm. dass wir alle so Einheitsbrei sind? Also so, wir sind ja alle jetzt das Gleiche quasi. Weil wenn du sagst, du hast dich selbst gefunden, mhm. wie stellt man sich das vor, dass du jetzt weißt, wer du bist? Also, weil Kind Gottes sind mhm. ja dann noch ein Bibelverständnis, wir alle. Aber redet der auf andere Art auch noch mit dir? Also, es ist schon so, dass er mir auch Sachen aufgezeigt hat. Also wie ich da zum Glauben gekommen bin, mhm. irgendwie diesen Moment der Erkenntnis gehabt habe, habe ich nach und nach ihn besser kennengelernt, wer dieser Gott überhaupt ist, weil ich am Anfang überhaupt keine Ahnung gehabt, was der ja. Gott und so ist, mit dem habe ich nie was am Hut gehabt. Mhm. Und jetzt auf einmal stellt sich dieser Gott vor in meinem Leben und ich höre da, dass ich Gottes Kind sein darf. Und, aber nach und nach hat sich das ja auch in meinem Leben irgendwie geäußert, indem dass er mir alte Muster, alte Masken aufgezeigt hat mhm. und dann gesagt hat, du Tano, schau mal her, eigentlich habe ich das für dein Leben bereit. Und so habe ich dann alte Sachen hinter mir lassen dürfen, mhm. alte Muster, alte Masken. Und du hast einfach gesagt, okay, passt, mach jetzt nicht mehr? Oder wie lässt man das? Es war ein Prozess. Also es war jetzt okay. nicht so, okay, von heute auf morgen bin ich ein anderer Mensch. Mhm. Es war so der Kick-off quasi. Es hat, eben wie im Video sage, es war nach meiner Entscheidung oder nach diesem Moment der Erkenntnis ist es nochmal bergab gegangen. Das heißt, mhm. ich habe nochmal ganz viele schräge Sachen gemacht ja. Und hat sich alles nochmal voll zugespitzt mhm. in Sachen, genau, Alkohol, Drogen, ja. Frauen und Co. Genau. Und dann habe ich mich kennenlernen dürfen in der Bibel. Wie stellt sich Gott ein Leben in einer Beziehung vor? Wie geht man mhm. mit einer Frau um? Und dann habe ich gesehen, okay, warum probierst du nicht einfach so? Und dann habe ich nach und nach so diese alten Muster abgelegt mhm. und habe kennengelernt, diesen schöneren Weg, ja. den sich Gott da einfach auch vorgestellt hat mhm. für uns. Ja. Wenn du jetzt jemandem gegenüberstehst, der, und ich glaube, es geht oft Teenagern so, mhm. der sagt, mache ich eigentlich morgen die Person nicht, die ich bin, vielleicht haben Teenager oder vielleicht hat jemand da draußen auch zu spüren bekommen, dass sie nicht wertgeschätzt werden, so wie sie sind, was sagst du oder würdest du zu so einer Person sagen? Ich würde sagen, du bist unendlich wertvoll. Also der Schöpfer des Universums, der diese gigantische Welt, aber auch dann das,
darüber hinaus geschaffen hat, der hat sich die ausgedacht und der hat einen guten Gedanken gehabt, wie er gesagt hat, hey, weißt du was, du kommst jetzt auf die Welt und ich habe einen Plan für dein Leben. Also ich würde auf jeden Fall jedem zusprechen, dass er sehr wertvoll ist, sehr geliebt ist und als wertvoll gesehen wird. Mhm. Genau. Danke. Auch die Doris, die kennt das, was man so ein bisschen vielleicht Flucht vor der Realität nennt. Also schwere Jugend hat dich in ein Leben geführt, wo du mit Alkohol und mit Drogen und exzessivem Nachtleben einfach zu tun gehabt hast und dich quasi entfernt hast von deinem realen Leben. Mhm. Und dann kam das Erwachen, weil du sagst selber im Video, du bist schwanger geworden und das war für dich ein Grund, einmal einen harten Blick auf dein Leben zu werfen. Mhm. Kannst du uns da reinnehmen in diesem Moment, wo du realisiert hast, okay, ich bin schwanger? Ja, also es war auch ein Weglaufen von mir selber. Mhm. Genau. Also Flucht vor mir selber. Und dieser Moment dann, wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, das war kurz wieder so ein Wachrütteln, weil ich war da schon so weit drinnen in dem Nachtleben, in dem Ganzen. Und ich glaube wirklich, dass ich da einfach die Begegnung mit mir selber einfach vermeiden wollte, durch die ganzen Ablenkungen, am Tag schlafen, Substanzen. Und dann sagst du, das war dann eine krasse Wendung, oder? Weil du sagst, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt muss ich was verändern im Leben. Mhm. Und du hast jetzt einen Grund dazu, das zu verändern. War das leicht, auf einmal umzustellen? Der Grund war einfach so ein guter, der mir einfach ganz viel Aufwind und Kraft gegeben hat. Mhm. Und einen Sinn und einen Grund, jetzt Dinge zu ändern. Schwer war, den Schatten habe ich nie ganz weggebracht. Der hat mich immer wieder dann eingeholt, auch wenn meine Tochterschaft der Welt war. Genau. Mhm. Und auch die Flucht vor mir selber war ja trotzdem immer wieder da. Würdest du das auch als Flucht, Tano, würdest du das auch als Flucht vor dir selber bezeichnen, das mit den Masken? Mit diesem sich anders begeben? Nein, ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders. Also es war nicht so die Flucht vor mir selber, vielleicht eher. Sondern einfach anpassen. Genau, anpassen, eine Suche. Es war nicht die Flucht, sondern eine Suche nach was. Was ich nie ganz gefunden habe. Ja. Hättest du, Doris, gesagt, dass du auf der Suche nach dir bist oder hast du einfach quasi abgeblockt? Ich habe es war viel Vermeidung. Ja. Sich mit gewissen Themen oder Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Und dein Kind ist dann größer geworden und im Video zeigst du, wie du circa 11 Jahre alt, also wie sie circa 11 Jahre alt war, dass da dann eine Wende war. Kannst du uns da mal kurz erzählen, was da passiert ist? Ja. Die Wende war, dass ich einfach angefangen habe, mich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Ich habe mit Bibellesen angefangen. Und der einfach Auslöser so, war. Gesagt. Ja, okay, bitte erzähl genau, den Auslöser. Der Auslöser war, dass wir Musiklehrer gesucht haben und über eine private Anzeige gefunden haben, weil meine Tochter Klavier spielen lernen wollte. Und der Klavierlehrer war Christ. Und genau, das war mir einfach so suspekt, dass ich, warum wer sowas glauben kann, dass ich einfach angefangen habe zum Nachforschen. Ich habe das Neue Testament dann gelesen. Aber hast du mit ihr mal über das geredet? Nein, habe ich mich nicht getraut. Du hast einfach gesagt, okay, passt, der glaubt dieses christliche Zeugs, ich schaue mal, also du hast gewusst, Bibel ist, gehört da dazu und hast angefangen, selber zu lesen. Ja, ich war zu feig, dass ich ihn frage. Das ist schon krass, weil. Ja, die Bibel gilt ja, also du hast einfach eine daheim gehabt und hast einfach dich hingesetzt. Nur gut. Was hast du entdeckt? Wie ist dir gegangen? Als allererstes habe ich feststellen müssen, dass das Bild, was ich gehabt habe über Glaube und Kirche, überhaupt nicht mit dem übereingestimmt hat, mit dem, was ich da drinnen gelesen habe. Zum Beispiel über Jesus, was ich gelesen habe. Was war der Bild? Mein Bild war einfach, dass das, ich habe mir gedacht, das ist ja völlig verrückt, dass man in der aufgeklärten, modernen Zeit sowas glaubt, ja. Und für mich war es einfach altmodisch und verstaubt, genau. Ja gut, aber dann liest du dieses Buch, ein altmodisches und sehr altes, vielleicht auch verstaubtes Buch bei dir im Regal,
Und warum hast du gedacht, nein, das stimmt wirklich? Also wie bist du zu dem Schluss gekommen? Ich habe Schmetterlinge im Bauch gekriegt. Ich habe im Video kurz erzählt, das war wie ein Verliebtsein. Mhm. Und das, was Jesus gelehrt hat und wie er mit den Menschen umgegangen ist, da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist irgendwie was Höheres und ich habe keinen Menschen kennt jetzt in meinem Leben, der irgendwie auch so war oder so gehandelt hätte. Mhm. Und jetzt spulen wir nochmal vor, also du hast dann diese Begegnung mit Gott. Wir beide redest von Begegnungen mit Gott. Bei dir war es ja ähnlich emotional. Du sagst im Video, du bist 3 Tage unter Schock gestanden und sagst, ich glaube, es ist, ich werde verrückt. Da steht es, ich dachte, jetzt werde ich verrückt. Erklär kurz bitte, was das war. Was ist da passiert? Genau, ich habe dann auch im Neuen Testament gelesen, dass ja Jesus immer wieder Leid Menschen begegnet ist und er hat sie eingeladen, ihm nachzufolgen. Okay. Und ich habe aber auch gelesen an manchen Stellen, dass Menschen das abgelehnt haben. Mhm. Und ich habe das in dem Moment daheim in meinem Schlafzimmer, wo ich das gelesen habe, absolut nicht verstanden, weil ich mir dachte, und da habe ich dann auch so angefangen, dass ich direkt mit ihm sprich. Es hat da angefangen, dass du quasi betest. Und es hat auch eine Wunde in mir angesprochen, weil ich habe mir dann gedacht, das war der Reim, den ich dann drauf gemacht habe, dass, also, wenn es Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich habe mit ihm dann persönlich gesprochen, und du wirklich da auf der Welt warst bei uns, in Person, dann würde ich das voll unfair finden und das macht für mich keinen Sinn. Ich muss an der Stelle dazu sagen, da habe ich das Neue Testament noch nicht zu Ende gelesen oder das Evangelium. Ich habe den Ausgang noch nicht gewusst. Jesus stirbt. Und auf Seite. In dem Moment, genau, aber wie es um die Nachfolge geht, habe ich mir gedacht, also habe ich auch zu ihm gesagt, dann, wenn das wirklich stimmt, dann finde ich das total arg und verstehe ich nicht und auch voll gemein, dass nur die Idioten, habe ich gesagt, dass, ich habe mich so geärgert, ich habe vor Wut sogar gewarnt. Dass die Idioten vor 2000 Jahren die Möglichkeit gehabt haben, bei denen warst und bei uns nicht oder bei mir nicht, habe ich gesagt. Und ich habe da wirklich gewarnt, weil da ist, das hat so alte Wunden in mir angesprochen. Da ist richtig das Hochkommen von früher, wo ich mir gedacht habe, da hätte ich die gebraucht. Und wenn du mir begegnet wärst, ich war einfach auf dich zugerannt und hätte dich umarmt, ich war froh gewesen. Ja. Und habe aber auch gewarnt, es war eine Mischung aus den alten Wunden und eine Mischung auch aus Wut, weil ich mir gedacht habe, also voll unfair. Und dass du, genau, jetzt nicht da bist. Ja. Und dann hat Gott geantwortet. Ja, aber nicht am selben Abend, sondern ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit dazwischen war. Es waren wenige Tage dazwischen. Aber das Timing war perfekt, weil es war Freitag und mein Urlaub hat angefangen. Und das war auch gut, weil ich hätte sonst nicht in die Arbeit fahren können am nächsten Tag. Genau. Und also ich war daheim und mein Urlaub hat angefangen. Und dann hast du diesen Film. Und dann habe ich die Begegnung gehabt, genau. Und es war wie ein Film, jetzt hörst du. Das heißt, bist du da in Ohnmacht gefallen? Bist du Nein, Ohnmacht nicht. Also ich bin heimgekommen, meine Tochter war daheim in ihrem Kinderzimmer, ich bin in mein Schlafzimmer gegangen und ich habe mir noch ein kurzes Video angeschaut über einen Pianisten, der hat irgendwas erklärt. In dem Video ist es darum gegangen, hat er erklärt, dass für Menschen beim Zuhören von Musik gar nicht richtig zuhorchen. Und gleich wieder abschweifen. Und er hat dann anhand von dem Video hat er erklärt, wie man richtig zuhört, auch, dass man darauf achten sollte, dass man richtig zuhört. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, ob ich das eigentlich auch mache, ob ich richtig zuhöre oder nicht. Und in dem Moment habe ich wie innerlich die Stimme vernommen, wie wenn Gott zu mir sagen würde, sei ehrlich.
zuerst wollte ich das abwehren, nein, also ich nicht, also das, da war so ein Stolz noch da. Mhm. Nein, ich war schon, ja genau, ich bin anders. Genau. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, da muss ich dir recht geben, ich glaube, ich habe auch nie richtig zugehört oder mhm. War oft nicht richtig mein Herz offen. Und in dem Moment dann habe ich den Film gesehen. Also es war wie ein Art Film. War, das ist schwer zu beschreiben. Also es war übernatürlich, wie sie Gott offenbart mhm. in der Schöpfung und wie er die Schöpfung hervorgebracht hat. Mhm. Und wie er schon immer da war. Und wie er spricht, wie er auch durch die Menschen spricht. Mhm. Und nur ich war verschlossen, genau. Ja. Und deine Tochter war damals ja noch jung. Die hat sich gedacht, mit der Mama ist alles okay, also, oder? Ich habe die Begegnung gehabt, die hat sie aber auch miterlebt. Also, okay. Ich habe dann im Schlafzimmer voll viel geweint, also ich bin so da gestanden, habe geweint. Mhm. Und ich habe so viel geweint, einfach. Und ich hab ihr dann geschrien. Okay. Und ich habe geschrien, Helena, Helena. Und sie ist umgerannt und sie hat mich noch stehen gesehen im Schlafzimmer. Sie hat gesagt, ich habe ins Leere durch sie durchgeschaut. Und ich habe gesagt, ich habe Gott gesehen. Ich habe es nicht anders formulieren können. Ich habe nicht gewusst, wie ich das jetzt formuliere. Und hat sie die auch viel verrückt gehalten? So wie du und also in dem Moment, sie hat ja den Moment live mitgesehen. Und ich habe auch voll geweint. Und ich weiß nicht, wie lange ich geweint habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe lang geweint. Mhm. Und die Tage darauf hat sie auch miterlebt. Und ich habe dann häppchenweise hab ich versucht, ihr zu erklären, was ist vorher passiert, was habe ich gelesen, weil das habe ich ja alles eigentlich heimlich gemacht. Okay. Das hat keiner mitgekriegt. Jetzt habe ich ja dann häppchenweise erzählt, was Mama gemacht hat. Genau. Ja. Mhm. Ja, genau. Und würdest du sagen, es hat sich in eurer Beziehung was verändert? Mhm. Ja? Die Frage habe ich sie selber gefragt, bevor ich da hergefahren bin, weil ich mir gedacht habe, ja. Es ist viel besser, wenn sie da was dazu sagt, wie hat sich die Beziehung verändert. Ja. Und sie hat dann gesagt, ich als Mama habe mich verändert. Mhm. Ich bin nicht mehr so negativ wie früher und ich bin viel positiver geworden. Was ähnliches, was der Tano berichtet, oder? Und sie hat auch gesagt, sie hat immer gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Das hat sie gespürt als Kind. Ja. Und dementsprechend hat sie sich oft nicht wohlgefühlt. Auch wenn ich es nicht an ihr auslassen habe, aber sie hat es trotzdem gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Und das ist jetzt weg. Und das Zuhause ist auch schöner geworden, hat sie gesagt. Ja. Genau. Das Zuhause ist auch schöner geworden. Ja. Du hast dann diese Begegnung gehabt und dann hast du ja einer Gemeinde, also einer Kirche, bist zu einer Kirche gegangen und hast dort einen Alpha-Kurs besucht. Mhm. Und vielleicht kannst du, also wir haben ja im Titel vom heutigen Abend auch Alpha drinnen stehen, kannst du erklären, was das war, wie das damals ausgeschaut hat und was das mit dir gemacht hat? Mhm. Genau, also ich bin in die frisch zum Glauben bin ich in die Gemeinde gekommen, genau. Und ein paar Wochen drauf hat eben dann der Alpha-Kurs gestartet. Ja. Und also der Alpha-Kurs ist ja so ein Kurs über die Basics, über den christlichen Glauben. Und ich habe natürlich frischgläubig, wie war da voll begeistert und hab mich gleich angemeldet und habe da mitgemacht. Das heißt, du hast für dich entschieden, okay, ich glaube, du kannst das wahr, hast diesen Kurs gemacht und bist hin. Genau, und was Alpha ist, was es dir bringen kann, was du dort erleben kannst, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wenn du dich jemals gefragt hast, ob es da mehr gibt, bist du damit nicht allein. Wir alle suchen. Jeden Tag. Im Kleinen und im Großen. Wir entdecken uns selbst, erfinden uns neu, definieren uns. Wir teilen unser Leben. Wir finden Wege, um aufzufallen und in der Masse unterzutauchen. Wir treffen Menschen, die so sind wie wir. Menschen, die so sind, wie wir gerne wären.
und Menschen, mit denen die Reise einfach mehr Spaß macht. Wir connecten und teilen. Wir lernen voneinander und wachsen gemeinsam. Wir feiern und trauern, Seite an Seite. Wir erweitern unsere Grenzen, fordern uns selbst heraus, fallen hin und stehen wieder auf. Unsere Tage sind lang und die Nächte kurz. Wir investieren viel in der Hoffnung, etwas zu schaffen, das bleibt. Und am Ende des Tages erfreuen wir uns an etwas Vergänglichem. Wir möchten alles Leben aus dem Leben rausholen. Und die schönen Momente für immer festhalten. Einfach gesagt, wir wollen leben. Und dabei so viel wie möglich entdecken. Mehr entdecken und herausfinden, wer wir sind. Doch auf unserer Suche haben wir kaum Zeit zum Nachdenken und Reden über die großen Fragen des Lebens. Über Glaube und das Warum. Über Gott und Sinn. Aber entdecken ist gut. Dafür sind wir gemacht. Und überall im Land finden heute Alpha-Partys statt. Und wir haben bei den Vorbereitungen und sogar bei laufenden Alpha-Kursen hineingeschnuppert. Hallo! Hallo! Hallo. Wir grüßen euch vom Alpha-Kurs aus dem Kloster Pupping. Pupping liegt im Bezirk Everding und wir fühlen uns da recht wohl in diesen herrlichen Hallen. Hallo, grüß euch. Wir sind von der evangelischen Pfarrgemeinde Urfa. Sind gerade mitten in den Vorbereitungen für einen Alpha-Lounge-Abend heute. Überall ist noch was zu tun. Wir freuen uns auf den Abend und auf viele Gäste. Herzlich willkommen. Hi, hier findet unsere Alpha-Lounge-Party statt und wir freuen uns so sehr, diesen Livestream mit anderen Gemeinden und Kirchen in Oberösterreich zu feiern. Es gibt kenianisches Essen, es gibt einen Livestream, gute Gemeinschaft, wir freuen uns schon. Hallo, wir sind Silvia und Tobi aus Steyr und wir bereiten uns auf das Alpha-Lounge-Event vor. Hinter uns könnt ihr das Café Ufa sehen, wo wir am Samstag dann gemeinsam mit euch uns den Livestream anschauen werden. Und jetzt wollen wir noch kurz einen Blick ins Lokal hineinwerfen. Bis Samstag, ciao! Das schaut total nett aus. Also ganz egal, aus welcher Richtung du kommst, Alpha ist für jeden was. Und wer könnte das besser wissen als der Pater Thomas Kökele? Thomas, du hast 2,5 Jahre sogar bei Alpha mal gearbeitet. Hm. Wie viele Alphas, glaubst du, hast du schon miterlebt? Ich hätte da mal grob geschätzt. Ja, also man sieht es eher ein bisschen so. Aber weil Essen ist natürlich immer ein wichtiger Faktor. Aber es sind sicher über 50, ich glaube bald 60 Alphas, die wir gemacht haben in den letzten 10 Jahren. Die Doris, die hat eben gesagt, sie ist jung, gläubig, da hingekommen. Würdest du sagen, das ist primär für Leute, die sagen, okay, finde ich cool, möchte mehr wissen? Ja, also natürlich ist für jeden was, aber ich finde es immer am spannendsten, ist eigentlich genau dort, wo dann oft auch kritische Leute dabei sind und Leute, die einfach viel Fragen haben und vielleicht sich denken, ich kann mit dem, ich bin eigentlich entweder mit dem gar nicht so viel anfangen oder ich bin eigentlich ganz anderer Meinung und ich habe was das auch ganz anders erlebt oder so und will vielleicht auch meine Meinung sagen. Ja. Und dann wird es erst richtig spannend. So. Da also kann insofern man sich für jeden. Reiben, voll gut. Und wenn du jetzt deine 50, 60 Alphas anschaust, gibt es irgendwie so, es gibt sicher einige, aber gibt es eine Sache, wo die hervorsticht, wo du sagst, Mahe, das war ein richtiges Highlight für mich? Ja, was mich am meisten immer berührt, ist, dass Menschen, die Teilnehmer, und das sind manchmal viele, manchmal wenige, waren schon Alphas-Kurse zu mit 3 oder 4 Leuten gemacht, dass die im Laufe dieser Wochen einfach, dass man sich einander kennenlernt und näher kommt, und aber auch, dass die sich öffnen für Gott oft und dass da so ein Schritt passiert. Und du merkst, du kannst das irgendwo dann sagen, weil ich mir dann die Leute so in der Runde oft anschaue. Am Anfang sind alle noch ein bisschen so zurückgelehnt und so, was erwartet mich da jetzt? Und am Schluss, nach diesen 10 Wochen, man ist
wirklich, da ist eine tolle Truppe. Man hat ein Wochenende gemeinsam erlebt. Man ist zusammengewachsen, man hat so viel ausgetauscht und so viele Dinge kennengelernt über den anderen, die Fragen, die man hat, die Zweifel, die Sorgen. Und man wächst irgendwie so zusammen und kann oft einfach eine neue Sicht kriegen einfach auf das. Und das habe ich einfach einmal wieder erlebt und da gibt es sicher mehrere. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, so diese Herzensöffnung, was ich vielleicht auch von mir selber, wie meinen eigenen Zugang zum Glauben erlebt habe. Ja, genau, was ist denn? Hast du warst du mal kritisch? Hast du mal gesagt, weiß nicht? Absolut, ja. Und jetzt sitzt du hier offensichtlich für die Kirche arbeitend. Wie bist du Priester geworden? Ja gut, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, da die ganze Geschichte zu erzählen. Aber meine Jugend war schon ziemlich rebellisch dann. Mhm. Und ich war dann froh, mit 18 an die Uni zu kommen und was ganz anderes zu studieren in Innsbruck und so. Ich stamme aus Südtirol und habe dann eben in Innsbruck studiert, Werbedesign und Sportwissenschaften, auch wenn man es mir nicht mehr so ganz ansieht. Genau. Aber es war eine große Lehre in mir und irgendwie eine Suche, irgendwie eine Sehnsucht nach dem Echtsein. Also ich habe mich da jetzt auch wiedergefunden in den Geschichten von Dano und von der Doris. Auch angenommen sein, diese Liebe zu suchen irgendwo oder diesen größeren Sinn. Ja, und dann, wo ich dann mich wirklich beschäftigt habe, auch rebellisch wie ich war und alles, aber dann wirklich mal eingelassen habe auf diesen Jesus und vor dem dann mal so gekniet bin und auf einmal verstanden habe, vor seiner 2-Meter-Statue, da hängt jetzt einer und der sagt, das ist aus Liebe zu mir. Also das hat mich einfach, das hat mir aus die Latschen gehauen, aus die Socken gehauen und das, ja, das hat mich, bewegt mich heute noch. Und das war der Anfang von meinem Weg und habe dann mit 22, also ist schon wieder ein paar Jahrhunderte her, dann diese Entscheidung getroffen. Genau. Und dann halt eine längere Ausbildung und so weiter. Inzwischen bin ich Priester in Österreich seit 2010. Mhm. Und du bist katholischer Priester. Ist jetzt Alpha oder der Tano hat vorher von der evangelischen Gemeinde erzählt und du hast das in einer freikirchlichen Gemeinde gemacht. Ist jetzt Alpha was irgendwie also konfessionsspezifisch ist, also rein katholisch oder evangelisch, wie funktioniert das? Gar nicht. Für mich war es 2014 eine Entdeckung da in London. Jemand hat gesagt, du musst unbedingt da mal hin. Okay, schau ich mal an. Klingt interessant. War dann in dieser anglikanischen Gemeinde. In einer anglikanischen. Anglikanische in London und habe dort, war einerseits alles ein bisschen fremd natürlich, aber irgendwie auch spannend. Und die haben dann auch dort für mich gebetet und wir haben gemeinsam gebetet. Und das habe ich von Anfang an dann immer so erlebt, dass da eigentlich sowohl anglikanisch, ich als Katholik, Freikirchler, evangelisch, dass das so von vielen verschiedenen Konfessionen gemacht wird und dieser Kurs oder dieser Alpha als Werkzeug benutzt wird. Und inzwischen haben weltweit das fast, glaube ich, 30 Millionen in den letzten 30 Jahren schon Alpha gemacht. Und das ist eigentlich schon krass, dass aus so vielen verschiedenen kirchlichen Konfessionen dass das zusammenfließt irgendwie alles. Und dass man Jesus, wenn man Jesus im Mittelpunkt stellt, auf einmal verschwinden dann auch ein bisschen diese Unterschiede manchmal. Mhm. So. Aber wenn man natürlich jeder sein, das ein bisschen anders sieht und ich finde, das ist auch okay, das ist wichtig. Ja. Und wenn du jetzt so einen Alpha-Kurs anbietest, kommt dann da jeder auf einmal gläubig raus, egal wie kritisch vorher? Natürlich nicht. Das ist keine Gehirnwäsche. Nein, es ist ja, das kommen einzelne Menschen dort und es gibt auch keinen Druck und gar nichts. Ich habe das immer auch lernen müssen und auch geschätzt. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und wenn man mich irgendwo eine drucken will in der Schublade, wir haben zuerst irgendwie geredet, dann werde ich immer ein wenig schwierig. Unrund. Unrund, ja.
Insofern weiß ich das sehr und ich finde das auch super, wenn man kann zu Alpha kommen, man kann sich das anschauen und keiner wird mir danach sagen, ja, aber du bist jetzt, du hast das nicht angenommen oder, mhm. oder keine Ahnung. Man darf perfekt anderer ja. Meinung sein und mhm. das ist auch okay. Ja. Ja. Was ist das Schlimmste, was passieren kann in einem Alpha? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dir das Essen nicht schmeckt. dass, weiß ich nicht, vielleicht einmal jemand auch anderer Meinung ist, natürlich. Ja. Aber ich glaube, das, mhm. das war's. Ja, aber sonst, ich schätze sehr, dass man nicht verurteilt wird, dass man nicht beurteilt wird und genau. Und das waren einfach tolle Menschen. Das kennen oft Jüngere, oft Ältere. Mhm. Was in meinem ersten Alpha war auch gleich eine ältere Dame dabei, war sie halt noch. Und das war, man dachte zuerst, ob das was wird und so mit den Jüngeren. Aber es war super bereichernd. Einfach mhm. verschiedenste Sichtweisen. Mhm. Ja. Und die verschiedenen Sachen, die die Leute erlebt haben, dass das mit einfließt. Ja. Ja. Und dann auch Dinge stehen lassen können. Ja, Dinge stehen lassen können. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, wir haben, es werden jetzt ganz, ganz viele Alpha-Kurse angeboten in nächster Zeit. Vor allem in Oberösterreich, aber auch in ganz Österreich. Und wo die stattfinden, könnt ihr rausfinden online, nämlich auf der Alpha-Webseite, also alpha.at. Scrollst du drunter, gebt euren Ort ein und sucht, wo in eurer Nähe ein Alpha-Kurs stattfindet. Ganz viele davon sind in persona, also persönlich, das ist natürlich das Essen dann ein großer Bestandteil. Manche sind auch online, da kann man sich dann selber irgendwie Pizza bestellen oder was auch immer, wie das gehandhabt wird. Aber es geht's rauf, geht's auf die Website und schaut sich das an. Und die ganzen Geschichten von Tano und von der Doris und auch von ganz, ganz vielen anderen findet ihr auf unserer Website, auf gottkennen.at oder auch unten verlinkt. Und ja, schaut euch an, was Gott mit so ganz vielen unterschiedlichen Menschen in Österreich tut, wie er ihnen unterkommt. Ja, und ihr habt ja jetzt gleich die Gelegenheit, das erste Video anzuschauen. Da geht es darum, hat das Leben mehr zu bieten? Und ich wünsche euch bei den Alpha-Partys oder zu Hause einen schönen Abend und richtig viel Spaß mit dem ersten Video. Und ja, bis bald. Pfiat euch. Hi, ich bin Niki. Willkommen bei Alpha. Eins steht fest. Das Leben ist vielschichtig und voller Fragen. Was soll ich anziehen? Wie wird das Wetter? Was wird heute passieren? Wie schaffe ich das nur alles? Aber dann sind da auch die größeren Fragen. Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Ist das schon alles? Hat das Leben mehr zu bieten? Das sind die großen Lebensfragen. Aber wir haben kaum einmal Zeit, gründlich darüber nachzudenken. Wir denken sehr verschieden über Glauben und den Sinn des Lebens. Und Alpha ist der perfekte Ort, diese Fragen zu diskutieren. Bring mit, was dich bewegt, und zusammen suchen wir Antworten in aller Offenheit. Ich bin Gemma. Ich bin Tobi. Und das ist Alpha. Ich google. Google. Auf jeden Fall Google. Ich schaue bei Wikipedia. Internet. Ich scroll durch all die Antworten und baue mir dann aus den wichtigsten Punkten meine eigene Lösung. Oder schlaue Freunde. Ich stelle mir diese Fragen nicht. Die sind einfach zu schwer. Google oder meine Großmutter. Ich meditiere oder lese. Mit einer großen Lebensfrage würde ich erstmal zu meiner Familie gehen. Ich hatte bisher noch nicht so schwere Fragen. Eigentlich zu meinen Eltern. Zu meinen Eltern und vielleicht zu meiner Oma. Ich finde meistens eine Antwort in der Bibliothek, egal in welchem Fachbereich. Meinen Leuten vertraue ich nicht wirklich. Der Schlüssel liegt immer in dir. Manche Dinge musst du selbst rausfinden. Wenn ich verwirrt bin, gehe ich zuerst zu ihm. Und er verwirrt mich noch mehr. Aber wenn es sehr persönlich ist, suche ich zuerst in mir selbst nach Antworten. Ich habe Freunde, die vor ihrem ersten Abend bei Alpha erst lang in ihrem Auto warteten. Sie wollten erst wissen, wer da so reinging.
Erst als klar war, dass es ganz normale Menschen waren, trauten sie sich auch rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch du jetzt denkst, ob ich dort wohl die Einzige bin, die das alles nicht glauben kann, die nicht Christ ist, die nicht zur Kirche geht. Wenn du so denkst, kannst du ganz beruhigt sein. Alpha richtet sich an Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen und nur selten zur Kirche gehen. Mit Menschen über Glauben und Leben zu reden, denen du noch nie begegnet bist, ist sicher ungewohnt. Aber das Beste bei Alpha ist oft, dass echte Freundschaften in diesen Wochen entstehen. Als Kind und Jugendliche war ich überhaupt nicht interessiert am Christentum. Zu etwas wie Alpha wäre ich niemals gegangen. Ich wurde nicht erzogen als Christ. Mein Vater war weltlicher Jude. Er war ein Agnostiker. Und meine Mutter ging nicht zur Kirche. Und ich war nicht interessiert, überhaupt nicht, am Christentum. Für mich war es langweilig und schrecklich, veraltet. Ich fand alles, was ich über Kirche, Christentum, Religion wusste, fad und öde. Aber irgendwie war da auch ein Schuldgefühl. Ich weiß nicht warum, aber damit wollte ich einfach nichts zu tun haben. Und ich dachte auch, es sei nicht wahr. Ich dachte, ich hätte gründlich abgewogen und ich hatte mir intellektuelle Einwände zurechtgelegt und ich gab mir selbst wirklich großspurig die Bezeichnung logischer Determinist. Und ich führte oft lange Gespräche mit bekennenden Christen. An der Universität hatte ich wohl den Ruf eines ziemlich streitbaren Atheisten. Und ich dachte auch, es sei irrelevant für mein Leben. Wie konnte jemand, der vor 2000 Jahren lebte, noch dazu ewig weit weg, überhaupt von Bedeutung für mich heute sein? Es kam mir veraltet und irrelevant vor. Aber damals war mir nicht klar, dass mir wirklich etwas fehlte. Im Rückblick wird klar, ich lebte nicht wirklich den Moment. Ich war immer schon gespannt, was als nächstes kommen würde. Also, während meiner Schulzeit dachte ich, wenn ich fertig bin mit all meinen Prüfungen, wird mein Leben bestimmt endlich mehr Spaß machen. Ich schaffte meine Prüfungen und dann nach kaum 3 Wochen dachte ich schon wieder, es muss noch viel mehr im Leben geben. Und ich dachte, na, erstmal fertig werden mit der Schule, dann wird mein Leben anfangen. Zuerst war es cool. Aber nach kaum 3 Wochen dachte ich schon wieder, es muss noch viel mehr im Leben geben. Ich dachte, was mir fehlt, ist eine Freundin. Keine Ahnung, wie mir das gelungen ist, aber bald hatte ich eine Freundin. Es dauerte kaum 3 Wochen, da dachte ich schon wieder, es muss noch mehr im Leben geben. Da war eine Leere in meinem Inneren, eine Sehnsucht nach mehr. Der Schauspieler Jim Carrey hat einmal gesagt, wenn doch nur alle Menschen reich und berühmt werden könnten und alles bekämen, wovon sie je geträumt haben, dann wüssten sie, dass das nicht die Antwort ist. Manche Menschen träumen davon, berühmt zu werden, von Reichtum und Ehre. Und Menschen träumen von Erfüllung. Durch Beziehung, Karriere, Besitz, Ideen gibt's immer. Aber du kennst sicher auch diese innere Stimme, die sagt, gut und schön, aber es muss doch mehr geben. Ja, allzu oft im Leben läuft es nicht ganz so, wie wir es uns wünschen. Doch auch wenn wir alles haben, wovon wir immer träumten, sind wir doch niemals wirklich satt. Die Sehnsucht hört nicht auf. Irgendwas fehlt im Innern. Der Komiker und Schauspieler Russell Brand sagte, Drogen und Alkohol sind nicht mein Problem. Die Wirklichkeit ist mein Problem. Drogen und Alkohol sind für mich die Lösung, um das Loch in mir zu füllen. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Oder anders, ich bin der, der die Sehnsucht stillt, die jeder tief im Herzen hat. Jesus nimmt für sich allein in Anspruch, diesen geistlichen Hunger stillen zu können. Freddie Mercury, der Leadsänger der Rockgruppe Queen, hat Millionen auf dem Konto und auch Millionen Fans. Aber er musste in einem Interview kurz vor seinem Tod zugeben, dass er furchtbar einsam war. Er sagte, du kannst alles auf der Welt haben und trotzdem unglaublich einsam sein. Das ist die bitterste Art der Einsamkeit. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und zum Millionär, aber er hat mir das eine vorenthalten, das wir alle brauchen. Eine liebevolle, dauerhafte Beziehung. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Letztlich gibt es nur eine Beziehung, die absolut liebevoll ist und für immer hält. Und das ist die Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, ich bin der Weg zu dieser Beziehung. Vielleicht Geld? Was mich glücklich macht, Musik. Musik, Eis und Käse. Schlaf macht mich glücklich. Keine Ahnung, Fitnessstudio, Freunde treffen, in die Kneipe gehen, Fußball spielen. Hunde. Alkohol? Eigentlich Frauen. Dass es überhaupt Leben gibt, macht mich glücklich. Klamotten. Frauen. Mehr im Leben als das hier? Das ist echt eine gute Frage. Weiß nicht. Keine Ahnung. Wir müssen wohl ein paar Dinge lernen, aber ansonsten war's das. Ehrlich gesagt bin ich da auch noch am Nachdenken. Nein.
Lebe den Moment. Absolut. Ich glaube ganz sicher, dass das Leben mehr zu bieten hat. Keine Ahnung. Tut mir leid. Als ich 17 war, war ich einmal mit Freunden Burger essen. Wir schauten zum Fenster raus und unterhielten uns über die Geschäfte auf der anderen Straßenseite. Mir fiel plötzlich auf, dass ich keines der Schilder lesen konnte, nicht einmal mit zusammengekniffenen Augen. Ich bat meinen Freund, mir mal seine Brille auszuleihen. Und kaum hatte ich sie auf, konnte ich plötzlich alles sehen. Farben, Formen, Worte. Und auf einmal war alles so scharf. Davor war ich nicht blind, aber jetzt konnte ich wirklich sehen. Und dieses Beispiel einer Brille zeigt gut, was Jesus bewirkt. Wenn wir durch ihn sehen, dann erkennen wir Gott. Und genauso sehen wir durch ihn auch die Welt auf eine völlig neue Weise. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Viele Menschen reagieren so auf Christen. Schön für dich. Du hast den Sinn deines Lebens entdeckt. Aber das ist nichts für mich. Doch wenn du ehrlich bist, ist das nicht wirklich ein logischer Standpunkt. Wenn das Christentum wahr ist, ist es von größter Bedeutung für jeden von uns. Und wenn es nicht wahr ist, ist es nicht gut, denn das bedeutet, wir wurden getäuscht. C.S. Lewis, einer der größten Geisteswissenschaftler des 20. Jahrhunderts, hauptsächlich bekannt als Autor der Chroniken von Narnia, sagte, das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es nicht wahr ist. Wenn es aber wahr ist, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ist von mäßiger Bedeutung. Als Kind einer Anwaltsfamilie suchte ich natürlich zuerst nach Originaldokumenten und Quellen. Historische Spurensuche war für mich neu und ich war erstaunt, wie viele Indizien es gibt für Leben, Tod und Auferstehung von Jesus. Ich bin durch das Lesen dieser Dokumente, der Bibel im Neuen Testament, zu dem Schluss gekommen, es stimmt. Einer der letzten Fälle für mich als Anwalt war im Berufungsgericht vor Lord Denning, ein absolut brillanter Mensch, einer der größten Richter des 20. Jahrhunderts. Er sagte, so abgenutzt wie seine Bibel sei sonst kein anderes Buch in seinem Schrank. Er hatte nämlich die Indizien gründlich studiert. Und er kam zu dem Schluss, es stimmt. Ein Professor für Geschichte der Oxford University sagte, die Auferstehung sei die wohl bestbelegte Tatsache der Geschichte. Mir war auch neu, wie viele Pioniere der modernen Wissenschaft gläubig waren. Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Locke, Kopernikus, Faraday, Kelvin, Pasteur. Francis Collins, einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit, leitete das Humangenomprojekt zur vollständigen Entschlüsselung der menschlichen DNA. Das wahrscheinlich bedeutendste wissenschaftliche Projekt unserer Zeit. Er beschreibt seine Begegnung mit Jesus. Und wie er anfing, an die Wahrheit des Christentums zu glauben. In meinem Elternhaus wurde nicht viel über Glauben gesprochen. Mein Vater war Theaterwissenschaftler und meine Mutter Bühnenautorin. Während meiner College-Zeit wurde im Wohnheim spätabends manchmal über Glaubensfragen diskutiert, aber ich sah keinen Grund, irgendeiner Religion Bedeutung beizumessen. Es war mir einfach zu fremd. Ich nahm an, dass religiöse Gefühle immer auf der emotionalen Erfahrung eines Menschen beruhten. Und das war mir suspekt. Oder sie waren das Ergebnis einer Indoktrination während der Kindheit. Und das war mir glücklicherweise erspart geblieben. Die Erfahrung, etwas über den menschlichen Körper mit all seinen Details zu lernen und besonders die Genetik, begeisterten mich. Im Rahmen des Medizinstudiums kamen dann die Praktika im Krankenhaus. Hier hatte ich es mit echten Menschen zu tun und nicht mehr nur mit abstrakten Studien von Molekülen und Organsystemen. Eine meiner Patientinnen war eine schwer herzkranke, wunderbar ältere Dame. Sie war fast wie eine Großmutter für mich. Eines Nachmittags, gerade als ich bei ihr war, hatte sie besonders heftige Brustschmerzen. Als es ihr wieder besser ging, erklärte sie mir, dass es ihr Glaube war, der ihr in dieser Situation geholfen hatte. Sie sagte, ihre Ärzte würden ihr bei Weitem nicht so viel helfen wie ihr Glaube. Und nachdem sie mir ihren Glauben in einer sehr persönlichen Weise geschildert hatte, ich hatte schweigend zugehört, fragte sie mich mit diesem eindringlichen Blick, woran glauben Sie, Herr Doktor? Letztlich wurde mir erst durch Ihre Frage klar, dass ich die wichtigste Frage, die uns Menschen betrifft, nämlich, gibt es einen Gott, dass ich diese Frage längst für mich beantwortet hatte, ohne mir je die Indizien anzusehen. Und ich wollte Wissenschaftler sein.
Ein Wissenschaftler beansprucht für sich, nur dann eine Aussage zu machen, wenn er stichfeste Beweise hat. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, so vorzugehen. Ich wandte mich mit meinen Fragen an einen Pastor in der Nachbarschaft. Er half mir sehr und gab mir das wunderbare Buch »Pardon, ich bin Christ« von C.S. Lewis. Lewis war Professor in Oxford, ein brillanter Denker, der eine ähnliche Entwicklung hinter sich hatte wie ich. Beim Lesen dieses Buches wurde mir klar, dass man sehr wohl durch rationales Denken zum Glauben finden kann. Es gibt so viele Anhaltspunkte, wenn wir das Universum betrachten, das einen Anfang hat und die Feinabstimmung darin. Und wie die Konstanten, die das Verhalten von Materie und Energie bestimmen, festgelegt worden sein müssen, damit in einem präzise abgestimmten Bereich Leben möglich ist. Da gibt es noch viel mehr, auch die Mathematik und warum es überhaupt möglich ist, das Universum damit zu beschreiben. Der Schöpfer kann nur ein Mathematiker gewesen sein. Das führte mich zu der Person Jesus Christus, als Person historisch außerordentlich gut dokumentiert. Das war für mich neu. Ich hatte Christus bisher eher für einen Mythos gehalten. Ich habe viel über ihn gelesen und herausgefunden, dass er eine historische Persönlichkeit war und seine Existenz und seine Lehren extrem gut belegt sind. Das gilt auch für seine Auferstehung von den Toten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Tag am Bett meiner Patientin war der Beginn einer Reise für mich. Ich hatte sie nur widerstrebend begonnen, wusste aber, dass sie notwendig war. Ich hatte erwartet, diese Reise würde mich in meinem Atheismus bestätigen. Zu meiner Überraschung führte sie aber zu meiner Hinwendung zu Christus. Es ist ein Unterschied, ob man eine Person wirklich kennt oder einfach nur etwas über sie weiß. Also, ich kenne meinen Mann Phil nun seit 3 Jahren. Doch angenommen, ich hätte ihn früher auf einer Website entdeckt. Der Traummann. Ganz bestimmt hätte ich ihn mir angeschaut und gedacht, wow, faszinierend, wenn ich nun Seite für Seite gesehen hätte, wie toll er ist. Seine strahlende Persönlichkeit, sein sanftes Gemüt, seine außergewöhnliche Intelligenz und seine Kochkünste. Ich hätte gedacht, wow, wenn das mal kein Traummann ist. Das ist Kopfwissen. Aber außerdem ist er mein Mann und wir leben zusammen. Und deshalb weiß ich, wie wunderbar er ist. Dieses Wissen ist in einer gelebten Beziehung gewachsen. Das ist Herzwissen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, meint er damit nicht nur Wahrheit auf intellektuelle Weise. Im Hebräischen bedeutet es auch erfahrene Wahrheit. Es ist ein wichtiger Unterschied zwischen intellektuellem Wissen und persönlichem Wissen, zwischen Kopf und Herz. Wenn nun jemand sagt, ich weiß, Jesus ist die Wahrheit, ist er nicht nur überzeugt von den vielen Indizien. Er meint das Erleben einer persönlichen Beziehung mit dem auferstandenen Jesus. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und dann sagte er, ich bin das Leben. Ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen. Ein Leben, das sich lohnt. Jesus kam, weil er die Dinge, die uns davon abhalten, ein erfülltes Leben zu führen, in Ordnung bringen will. Ich hasse Shopping. Ich glaube, ich bin allergisch dagegen. Aber es kann vorkommen, dass Pippa, meine Frau, mich einfach mitschleppt. Neulich im Winter... Schlussverkauf hatte sie mich überredet, mitzukommen. Also zogen wir los und wir kauften diesen wunderbaren neuen Pulli. Selbe Farbe wie alle meine Pullis. Dann zogen wir weiter. Wir brauchten ja noch etwas für sie. Dann gingen wir in dieses grässliche Geschäft. Es war total überfüllt. Es war unbeschreiblich. Sogar Pippa hatte genug und sie sagte, okay, wir gehen. Also gingen wir los und genau da wurde der Alarm ausgelöst. Die Security-Leute waren wirklich schnell und sie passten auf, dass keiner ging. Und die Menschen, die raus wollten, wurden gestoppt. Und die Menschen, die rein wollten, wurden gestoppt. Und wir waren da, genau in der Mitte. Die 6 Leute, die gleichzeitig durch die Sicherheitsschranke gegangen waren, wurden alle zur Seite genommen. Und sie wollten sehen, wer von diesen 6 denn nun der Schuldige war. Sie schickten den ersten durch und da war nichts, der Alarm wurde nicht ausgelöst. Dann schickten sie den nächsten durch, der Alarm wurde nicht ausgelöst. Dann der dritte, dann der vierte. Keiner war es gewesen. Und da waren nur noch Pippa und ich, wir standen da. Und ich dachte, ach du meine Güte, meine Frau ist eine Ladendiebin. Es muss wohl Pippa sein, ich höre schon den Alarm. Sie schickten sie durch und sie war es auch nicht. Und ich dachte, ach du meine Güte, bei mir muss was sein. Jemand muss mir was eingesteckt haben. Sie werden mich verhaften, ich komme ins Gefängnis. Und alle schauten zu, beide Seiten. Sie begafften diesen Kriminellen auf frischer Tat ertappt.
Also ging ich durch und natürlich wurde der Alarm ausgelöst. Sie nahmen mich zur Seite, sie öffneten meinen Rucksack auf meinem Rücken und dann fanden sie diesen Pulli aus dem ersten Geschäft mit dem Preisschild noch dran. Ich fühlte mich so schuldig. Aber ich war nicht wirklich schuldig. Ich weiß aber auch, was echte Schuldgefühle sind. Weil ich Dinge tue, die nicht richtig oder nicht gut sind. Und das ist die wunderbare Nachricht. Gott liebt dich und er liebt mich. Gott kam in der Person seines Sohnes Jesus Christus und starb für dich und für mich. Und mit ans Kreuz nahm er all deine Schuld und all meine Schuld, alles, was du je vermasselt hast, alles, was ich je vermasselt habe, schlechte Worte und Gedanken. Und er starb an unserer Stelle, damit er uns vergeben kann. Und Vergebung, wie C.S. Lewis sagt, ist wie ein Protokoll unseres Lebens, das komplett gelöscht wurde. Und wenn wir diese Vergebung ergreifen, finden wir Leben, das wirklich erfüllt. Und das bietet Jesus uns an, dir und mir. Leben, das wirklich erfüllt. Leben, das sich wirklich, wirklich lohnt. Ich glaube, ich habe jahrelang versucht, irgendwie immer nur aus meiner eigenen Kraft zu leben. Und ich dachte, ich bräuchte nur mich und meine Freunde. Und irgendwie hielten wir uns für unbesiegbar. Aber das stimmt nicht. Keiner ist unbesiegbar. Und ich möchte dieses Leben, ich möchte es nicht alleine leben. Und irgendwie ist meine Sehnsucht nach diesem inneren Licht nun größer als meine Furcht vor der Meinung der anderen. Die Leute fragen oft, ist Glaube dann nicht nur eine Krücke? Und ja, das kann schon sein. Aber was tut denn eine Krücke? Sie hilft dir zu stehen und sie macht dich stärker. Und wenn das so ist, na klar kann ich das gebrauchen. Vor allem, weil es um noch viel mehr geht. Wenn dieser Glaube in mir auch wie ein Rückgrat ist, das mir hilft, aufrecht zu stehen und mich stark macht, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Egal ob auf dem Berg oder im Dschungel oder einfach im Sturm. Du weißt schon, im Sturm des Lebens. Na klar brauche ich das. Aber das Wichtigste an meinem christlichen Glauben ist, dass Christus mich kennt. Ich bin teuer erkauft, gesegnet mit Licht. Der Glaube sagt, wir sind geliebt, egal was wir verbockt haben, egal wie oft wir fallen. Und dass Jesus mir wieder aufhilft. Und natürlich will ich das haben. Ich wäre ja dumm, wieso denn auch nicht? Früher dachte ich, das Christentum ist langweilig, falsch und irrelevant. Aber als ich las, wer Jesus ist, merkte ich, dass es überhaupt nicht war. Jesus sagt, er ist der Weg zu Gott, er gibt deinem Leben Sinn und Zweck. Er sagt, er ist die Wahrheit. Er sagt, er ist das Leben, dass man Erfüllung in einer Beziehung zu Gott durch ihn findet. Bei Alpha kannst du selbst sein. Du darfst sagen, was du denkst und alles hinterfragen. Und keine Frage ist zu kompliziert oder zu einfach. Und was du denkst, ist genauso wichtig wie die Meinung anderer. In der kommenden Zeit machen wir uns auf eine spannende Reise und erkunden gemeinsam die Fragen nach Leben, Glauben und Sinn. Sieh es einmal so: Wenn du 70 Jahre alt wirst, wirst du 20 Jahre und 3 Monate schlafen, 10 Jahre und 5 Monate Fernsehen, 5 Jahre und 9 Monate in einem Fahrzeug verbringen, 7 Jahre und 6 Monate essen und trinken. Dir bleiben noch ungefähr 570.000 Stunden zu leben. Was spricht dagegen, knapp 24 davon zu investieren, um die großen Lebensfragen zu stellen? Willkommen bei Alpha!